Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator, weiterhin mit meiner Möglichkeit Labor. So. Machen wir mal den gerade mal reparieren. Ich denke. Ja. Wenn die Leute jetzt sagen, ja, fang doch an zu sehen, mach hier, mach da. Nein, Leute. Erstmal wird Herbert, also wird unser Trecker, wird unser Ladewagen wieder sauber gemacht. Trecker ist unwichtig. Aber ich stelle das Ding doch nicht dreckig irgendwo hin. Bin ich bekloppt oder was? Habt ihr mal geguckt, was das Ding kostet? Hä? Also wenn ich ein echt Bauer wäre, würde ich jetzt mit Sicherheit nicht beigehen. Das Ding dreckig dahinstellen. Mit Sicherheit nicht. Würde den grob abspritzen. Ja, würde ich den jetzt nachfetten oder was weiß ich. Nee, glaube ich nicht. Dafür hätte ich ja jetzt was anderes zu tun. Aber um ihn gerade abzuspritzen, um dass der wieder schön grob aussieht. Warum sollte ich das nicht tun? Also es wird ja in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn ergeben, das Ding nicht sauber zu machen. Ja, ist wie ein Rechner. Immer schön sauber machen. Ja, ist genauso bei mir. Ja, ich kaufe mir zwar ständig neue Sachen, aber jeden Sonntag reiße ich bei mir den Rechner auf und mache ihn sauber von innen. Jeden Sonntag. Ja, werden die Glasscheiben geputzt und dies und jenes. Es ist halt einfach so. Dafür bin ich, was damit zu tun hat, vielleicht auch einfach zu pingelig. Gut. Wir müssen jetzt aber erstmal will ich gerade was hier gucken. Ja, ist alles gut. Gut. Also. Wir müssen dahin gehen. So, abgeerntet ist anscheinend alles. Bodenbeschaffung benötigt Kalk. Also 8 und 13 braucht Kalk. Alles klar. Keine Ahnung, was da drin ist. Der ist dreckig und das riecht mich gerade schon auf. Acht und 13 haben wir gerade gesagt, weil nötig Kalk. Okay. So. Dünger ist da drin. Okay, fahren wir mal hinten zu unserem Teil da. So, schauen wir uns hier mal um. Was haben wir denn hier stehen? Das ist auf jeden Fall Kalk. So, ja, fahr mal ruhig das Kalk kaputt. Das war gerade dumm. So, jetzt so. So. Zack, brapp, zapp, zapp. SCRG. I. Blub. Und dann wollen wir den Gedöns hier mal einladen. Dann können wir auch gleich hier anfangen, weil 8 und 13, ob ich jetzt hier anfange oder oben, spielt ja keine Rolle. So. Wie gesagt, düngen tue ich immer von außen. Alter, wie viel ist denn hier? Danke. Ja, das ist auch mal gut jetzt hier. Irgendwann raff ich's. Da brauchen wir noch ein Stück nach hinten. So. Uiuiui, da habe ich viel zu breit genommen. Ja, nee, ist klar, Mutti. So. Singen gleichen wir dann gleich mal aus. So sieht das auch gut aus.
Schick. Erstmal Schnee verteilen hier. Ja. In Mexiko würden jetzt übers Feld laufen. Eieieiei. Und jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Wenn einer von euch einen geilen Gaming-Stuhl hat, den er empfehlen kann, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und das ist jetzt hier kein, schreibt mal was. Ihr wisst ganz genau, ich sag das nicht. Disconnected. Unser TS spackt heute den ganzen Morgen schon. Warum nicht? Lieber morgens wie abends, wenn hier die Hütte voll ist. Richtig? Richtig. So. Bin sowieso mal gespannt, wenn das neue Teamspeak kommt. Da kommt ja auch noch eine Sensation auf uns zu. Connected. Oh, hallo. Wie geht's? Gut. Freut mich. Und es kann ja nicht an mir gelegen haben, sonst wäre ich ja vom Server geflogen. Eieiei, wir hauen jetzt hier das Kalkchen drauf. Blub. Aber da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, eine Verbreiterung wäre ja auch noch ziemlich nice an dem Gerät dran, ne? Aber eigentlich geht es auch schnell genug. Also, einfach mal abwarten. Erstmal haben wir heute richtig viel zu tun, was damit zu tun hat. So. Wir haben ja 4 Felder und ich habe das schon letztes Mal so gesagt, Weizen und Gerste würde ich sagen. Also auf einem zweimal Weizen, auf dem anderen zweimal Gerste. Mal gucken, was wir dann beim nächsten Mal machen. Vielleicht mache ich dann beim nächsten Mal komplett Raps. Jetzt gucken wir uns aber mal, was ich für Kohle brauche. Und wie schnell ich halt bin, ne? Aber das sehen wir dann. Irgendwie ist das ziemlich leise, ne? Wenn man nicht von innen fährt, wenn man das jetzt vergleicht. Aber das haben sie auch zu diesem LS-Teil ja auch neu gemacht. So weiter man wegzoomt, umso weiter ist denn das Trägergeräusch weg. Das bot sogar, ey Gott. So, bessern wir gleich da hinten nochmal die Ecke aus. So. Und dann waren wir noch zu 8. Dann haben wir es geschafft. Mit Kalk. Dann müssen wir den alten Dingen hier erstmal sauber machen. Alter, der sieht aus. Wahrscheinlich muss ich ihn auch reparieren, du. So. Machen wir hier auch nochmal an. Scheiße aus sonst. So. Ja, wenn sich einer die Leinen da weggezogen hätte. Was ich gerne noch hätte, wäre eigentlich irgendwie was, wie ich die Pedaleinstellung ändern könnte. 8 und 13 habe ich jetzt mal gesagt, ne? Schon wieder hier? Echt jetzt? Ja. Also, dass ich das schon wieder habe. Okay. Also ich muss euch jetzt... Oh, ich habe kein Force-Feedback an. Eieiei. Das ist dann ein Untergang an dem Lenkrad.
Haben wir das nicht letztes Mal auch gekalkt? Egal. Ist ja auch egal. Hä? Oh, wir sind leer. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich Kalk kriege. Gott. Molkerei, Sägewerk, Mühle, Pferde, BGA. Kalkstation. Auch dahin. Da holen wir gerade Kalk, Leute. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir haben den kompletten Hänger durchgekloppt. Also die Hälfte des Hängers. Uiuiui. Warum nicht, ne? Warum nicht? So, lass mal jetzt mal gerade jucken hier. Boah, dann bin ich beigegangen. Hab mir am Wochenende eine Tageslichtlampe. Nennt man das so? Auf jeden Fall hat die Tageslicht. Und die steht jetzt so, dass sie gegen die Tapete leuchtet. Okay? Also gegen die Wand, die meine Monitore dran stehen. Leute, was so eine scheiß Tageslichtlampe einfach macht, wenn du viel hier sitzt. Alter, ich fahre mit. Naja. Na, Herbert, alles klar bei dir? Es ist unfassbar cool. Unfassbar. Also, ohne Scheiß jetzt, ich will nichts anderes mehr haben. Ah, das war diese Scheiß-Ecke hier. Muss ich mal gerade von außen gucken, Leute. Kann ich sehen, Mutti? Machen wir so. So. Jetzt schon einlenken. Ah! Gas! Jetzt muss ich eh rückwärts fahren, aber. Ja, nicht Kabi, der es nicht kann. Kalk. Start. Also da, ja, mit der Lampe, das ist schon richtig nice. Also ich feiere das richtig zu Tode, weil es erstens eine ganz andere Atmosphäre bringt. Also wenn meine Frau hier abends reinkommt, dann sagt sie immer zu mir, hey, ich drück das Licht aus, ne? Oh, weil es so taghell hier drin ist. Es ist unfassbar gut. Und weil ich ja hier diesen Vorteil habe, dass ich so extrem natschgierige Nachbarn habe, was man auf seinem Monitor hat, ist bei mir halt meistens die Jalousie runter. Ja. Daher sitzt man immer im Dunkeln. Dann hat man hier zwar ein LED-Lampen, also hier so LED-Stripes habe ich überall, aber das ist ja kein... Soll man das sagen? Kein Tageslicht in dem Sinne so, ja? Also ich find's cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, wenn mal alle Felder gekalkt werden müssen, bin ich pleite. Ohne Scheiß jetzt. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt machen wir gerade hier diesen einen Streifen. Einfach so. Und dann machen wir das so. Fertig. Bisschen nach hinten so.
Yes. So. Sieht doch gut aus. Mir ziehen die Lines. So. Wieder 9 Uhr. Ja, nee, ist klar, ich muss gleich schon wieder weg. Haben wir durchgezogen. Ey Gott. So, sage wieder vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.